wir freuen uns, dass die Arbeitsagentur unser langjähriges Engagement in der Ausbildung gewürdigt hat. Für uns ist die Integration und die Ausbildung junger Menschen auch aus den Ländern Syriens und mit Personen des Migrationshintergrundes auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Und wir haben damit eigentlich insgesamt auch sehr gute Erfahrungen gemacht, weil wir auf engagierte Menschen getroffen sind, die diesen Beruf auch gerne erlernen wollten und dies auch sehr erfolgreich getan haben. Wir suchen in der Baubranche immer wieder Nachwuchs und das ist sicherlich nicht immer einfach, weil wir natürlich in Konkurrenz zur stationären Industrie stehen. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass wir ein sehr interessantes Ausbildungsfeld haben und natürlich auch der Beruf sehr interessant ist. Das weiß man immer erst dann, wenn man das mal live erlebt hat. So gehen wir auch in die Ausbildung, dass wir jungen Leuten die Möglichkeit geben, über Praktika und über die Möglichkeit, den Bauberuf vor der Ausbildung kennenzulernen, die Möglichkeit haben, eben sich darüber zu informieren. Die Baubranche insgesamt sucht Nachwuchs, weil dort erheblicher Nachwuchsbedarf ist aufgrund auch des Generationswechsels, sodass wir auch für unseren Bereich in die Zukunft schauen, sehr optimistisch in die Zukunft schauen, weil die Nachfrage im Bau riesig ist und wir damit auch unseren Mitarbeitern sagen können, dass sie ein Berufsfeld haben bzw. einen Beruf erlernen, der eine sehr langfristige Perspektive hat. Und das würde uns freuen, wenn uns das auch weiterhin so gelingen würde. Vielleicht noch eine Nachfrage. Manchmal herrscht bei Auszubildenden noch die falsche Vorstellung vom Beruf des Tiefbauerfacharbeiters, des Straßenbaufacharbeiters. Sicherlich muss man ab und zu auch mal eine Schippe in die Hand nehmen, aber das ist nicht mehr die Hauptarbeit. Naja, was den Beruf interessant macht, ist natürlich, dass er sehr abwechslungsreich ist. Nicht nur was das Bauen vor Ort anbelangt, sondern man hat ja immer wieder neue Regionen, neue Bereiche, man hat neue Aufgaben. Man kann sich mit der Baumaßnahme auch gut identifizieren, wenn man noch Jahre später vorbeifährt und weiß, dass man da an dieser Straße, in diesem Bereich mitgearbeitet hat. Aber das Umfeld ist das eine. Die Inhalte haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich gewandelt. Nämlich dahingehend, dass im Zuge der Digitalisierung, die wir im Unternehmen sehr stark vorantreiben, der Facharbeiter mehr und mehr mit Dingen konfrontiert wird, wie mit Vermessungstechnik, mit Computertechnik. Gerätschaften laufen heute über Vermessungsprogramme, autonom, digital. Und das ist für die jungen Menschen heute eine spannende Herausforderung, weil sie sich mit den Themen, wo sie eine hohe Affinität zu haben, mit PC und mit EDV und IT, auch hier im Berufsbild sehr gut identifizieren können. Auch die Aufstiegschancen bzw. die Weiterbildungsmöglichkeiten sind gerade in Ihrem Unternehmen doch sehr weitreichend und sehr hoch. Ja, wir fördern neben der Ausbildung an sich natürlich auch die Weiterbildung. Das gilt für alle Mitarbeiter. Das ist in jährlichen Programmen, die überwiegend dann in der Winterzeit laufen, für uns wichtig und auch zentraler Bestandteil der Mitarbeiterförderung. Und die jungen Menschen wissen, dass wenn sie hier eine Ausbildung gemacht haben, sie die Chance haben, sich individuell zu entwickeln, in der Form, dass sie sich nach einiger Zeit weiterentwickeln zum Vorarbeiter, zum Polier und wenn sie dann noch Lust und Laune haben, auch die Meisterprüfung machen können. Das, was wir nicht nur fördern, sondern also persönlich unterstützen, sondern auch natürlich finanziell unterstützen. Sodass man im Endeffekt weiß, wenn man hier eine Ausbildung macht, dass man sich nach der Ausbildung hier im Unternehmen weiterentwickeln kann. Und das ist ja auch eine persönliche Herausforderung für jeden Einzelnen. Und Sie suchen zurzeit aktuell, Sie suchen eigentlich immer Auszubildende? Also wir haben immer Bedarf an Auszubildenden. Wir haben ja eine sehr hohe Ausbildungsquote und führen viele, viele junge Menschen daran. Wir bilden ja nicht nur den reinen Facharbeiter aus, sondern mittlerweile sehr intensiv das duale Studium, weil wir auch im Bereich der Ingenieurinnen und Ingenieure mehr und mehr dazu übergehen, mit dieser Kombi-Ausbildung sie schon relativ früh an das Berufsfeld zu führen. Und das hat sich mittlerweile auch sehr bewährt. Die jungen Menschen sind während ihres Studiums schon hier im Unternehmen integriert, können mitarbeiten. Und das, was wir so sehen, da merkt man, dass ihnen das allen sehr viel Spaß macht.